Herzlich willkommen zu diesem ersten von drei Videos zu Audacity. Einstieg in Audacity, rascher Einstieg. Und in diesem ersten Video geht es darum, Download, Start, Aufnahme, Projekt speichern bei Audacity kennenzulernen. Wenn dich für Audacity interessierst, dann wirst du zumindest schon wissen, dass es hier um Aufnehmen von Tönen geht, Podcast erstellen und so weiter. In meinem zweiten Video geht es dann wirklich um grundlegende Basics, wo ich dir wirklich ein bisschen mehr ins Detail gehen werde. Und im dritten Video werden wir dann gemeinsam einen Podcast machen. Jetzt geht es hier wirklich nur um einen raschen, effektiven Einstieg in Audacity. Ja, hier bei Wikipedia hast du mal einen groben Überblick über all die Dinge, die Audacity kann. Das wäre jetzt aber für Einsteiger wahrscheinlich etwas zu viel oder zu detailliert. Jetzt geht es einmal darum, erst einmal Audacity herunterzuladen. Mir geht es zu der Webseite audacityteam.org. Das ist die offizielle Seite mittlerweile von Audacity. Also schau, dass du Audacity nicht von jeder Seite im Internet herunterlädst, sondern wirklich von der Originalseite. Runterladen funktioniert bei audacityteam.org Download. Man geht hier auf Download, sucht sich dann dementsprechend das Betriebssystem aus, das man hat. Das siehst du schon, es geht für Windows, Mac, Linux und so weiter. Also praktisch alle PCs, Laptops und so weiter können da auf dieses Audacity zugreifen, können es verwenden. Ich gehe auf Windows. Kann dann hier mir anschauen, was ich alles machen kann. Ich würde mir in dem Fall hier den Installer herunterladen. Wenn du keine Zugriffsrechte auf deinen Computer hast, sprich du bist zum Beispiel in der Schule oder in irgendeinem Betrieb oder hast einen Firmenlaptop, dann kannst du hier diese ZIP-File verwenden, herunterladen, entzippen und kannst es dann starten und brauchst da keine bestimmten Rechte. Hier verwenden wir aber den Installer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Möglichkeit hast, zu Hause Audacity auch wirklich zu installieren. Man lädt es dann herunter, man klickt dann drauf und installiert es. Und dann können wir Audacity schon starten. Ich gehe eigentlich in die Start-Windows-Aufforderung, gebe dann ein A, und mir zeigt er schon Audacity an. Ich drücke dann drauf und gehe jetzt gleich ins Programm. Ich habe jetzt hier das Programm gestartet und habe hier schon diese Oberfläche von mir. Du weißt ja, bei solchen Tonaufnahmeprogrammen gibt es immer mehrere Spuren. Das werden wir dann auch gleich uns anschauen, wie man das aufnehmen kann. Aber bevor wir das machen, sollten wir uns einmal darum kümmern, dass du ein Mikrofon und das richtige Mikrofon eingestellt hast. Wenn du am Laptop arbeitest, wird hier wahrscheinlich schon das entsprechende Mikrofon angegeben sein. Ich habe hier mehrere. Ich wähle hier mein Rode. Könnt ihr auch etwas anderes wählen. Wichtig ist, dass du hier ein Mikrofon ausgewählt hast. Wenn du ein Stereo-Mikrofon hast, solltest du hier Stereoaufnahme ausgewählt haben. Bei älteren Laptops, Computern und so weiter gibt es hier Mono. Die Monoaufnahmen, also nur eine Tonspur quasi. Dann die Lautsprecher solltest du dir aussuchen, dass du dann auch anhören kannst, was du aufgenommen hast. Ich habe hier auch wiederum mehrere. Ich nehme hier die wieder von Rode. Die werden die einfach anders heißen. Aber in der Regel passen diese Einstellungen hier schon und du solltest nun dann etwas verstellen, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Gut, dann machen wir das auch gleich so, dass wir mit der Aufnahme dann dementsprechend beginnen. Und ich nehme jetzt hier auf von Wikipedia einen Knie-Reit-Vers, den du sicherlich kennst, nämlich Hoppe, Hoppe, Reiter. Und das geht ganz einfach. Ich klicke hier drauf auf diesen Aufnahmeknopf und beginne dann zu sprechen. Also hör mir ein bisschen zu. Hoppe, Hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Ich habe jetzt hier auf Pause gedrückt, die Aufnahme steht momentan und du siehst, dass hier dann es da Ausschläge gegeben hat, je nachdem, wenn ich weitergesprochen habe. Wenn ich jetzt hier wieder auf dieses Pausezeichen drauf drücke, du kennst es ja auch von anderen MP3-Programmen, was auch immer, dann würde es weitergehen. Ich klicke jetzt hier wieder drauf und sage mal den nächsten Reim. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Mach wieder Pause. Und könnte dann dementsprechend dann wieder weitermachen. Jetzt kommt noch die dritte Strophe, dann bin ich schon fertig. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Jetzt habe ich hier drauf gedrückt und die Aufnahme ist dementsprechend gestoppt. Ich habe hier mehrere Werkzeuge und ein Werkzeug ist hier dieses Auswahlwerkzeug. Das ist standardmäßig auch ausgewählt. Ich könnte auch F1 drücken. Wenn ich jetzt hier hineinklicke in die Tonspur, oder hierher, Start kann ich an unterschiedlichen Stellen dann starten. Starten kann ich, wie es nicht schwer zu erwarten ist, klicke ich hier auf Wiedergabe. Hoppe, hoppe, rei. Wenn ich jetzt dann woanders hingehe und du siehst, hier war es dann still, da fängt dann die zweite Strophe an. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Die Raben. Raben. Ich mache wieder Stopp. Wir springen wieder an diesen Bereich dann hin. Ich kann hier die
Lautsprecher, Wiedergabelautstärke einstellen. Wenn die Aufnahme nicht schön funktioniert, wenn es ein Rauschen gibt, dann kann ich hier auch sie dementsprechend dann einstellen. Ja, damit habe ich meine erste Aufnahme schon einmal gemacht. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich dann noch speichern. Da muss ich aufpassen, ich kann nämlich hier ein Projekt speichern und exportieren unterscheiden. Projekt speichern heißt, dass ich all diese Tonspuren, die ich dann habe, speichern kann, um sie später dann weiter zu bearbeiten. Ich gehe jetzt hier auf Datei, Projekt speichern unter. Werde jetzt hier gewarnt, dass es einen Unterschied gibt zu den Exportieren. Denn Exportieren, das werden wir uns dann gleich anschauen, da erzeuge ich dann zum Beispiel aus dem, was ich aufgenommen habe, dann wirklich eine MP3-Datei, die ich dann weitergeben könnte zum Beispiel. Klicke jetzt hier auf OK. Bin im entsprechenden Verzeichnis und mein Projekt nenne ich jetzt einmal 01. Ja, wenn ich die 01-Datei mit Audacity starte oder über Datei öffnen, mir so zum Beispiel hereinhole, kann ich hier dann weiterarbeiten, wo ich bin. Ich könnte zum Beispiel etwas wegschneiden. Ich möchte aber hier das jetzt einfach exportieren. Gehe hier auf Datei exportieren, als MP3 exportieren und schlägt mir schon einen Dateinamen vor. Wichtig ist, dass ich hier unten vielleicht nochmal das anschaue. Ich habe hier einen Kanalmodus Stereo, den lasse ich. Wenn du etwas anderes, ein schlechteres Mikrofon hast, würde ich dir etwas anders anzeigen. Qualität wähle ich jetzt hier bei mir beste Qualität. Es steht hier, wenn ich eine ganz schlechte Qualität wähle, werden dann auch die Dateigröße wird dann geringer. Das spielt heutzutage eigentlich kaum eine Rolle. Man will keine Gigabyte mit Audacity produzieren. Also ich will hier die beste Qualität. Aber du kannst natürlich auch, wenn du weniger Speicherplatz hast oder ja, kannst du etwas geringeres wählen. Ich sehe keinen Grund, um mal bei mir momentan nicht beste Qualität zu wählen. Klicke hier auf Speichern und habe dann hier die sogenannten Metadaten. Und bei den Metadaten, das ist das, wenn du bei dir an deinem Handy MP3-Datei an dir anschaust, werden da dementsprechend dann diese Sachen dann angezeigt. Ich gebe das jetzt schnell einmal ein. So, ich habe das jetzt mittlerweile hier eingegeben. Das ist eigentlich selbsterklärend. Künstlername Markus Opitz, mein Name, dann den Spurtitel, also der Titel von diesem Song praktisch oder diesem Lied. Dann Albumtitel, wenn du bei deinem Handy das durchgehst, dann kannst du immer wieder unterscheiden zwischen einzelnen Liedtiteln und dem Album, das dazugehört. Spurnummer wäre 1, Jahr 2020 und vielleicht noch Vokal. Das ist, dass ich das stimmlich aufgenommen habe. Da kann man auch verschiedenen Genres das unterscheiden. Klicke ich auf OK. Datei wurde jetzt ganz schnell exportiert. Ich schaue jetzt in den Ordner, in dem ich das gespeichert habe. Da ist mein Ordner und da habe ich hier die Datei. Und wenn ich hier draufklicke, könnte ich dann mir das anhören. Ich mache das einmal. Hoppe, hoppe, reit. Und du siehst, es hat dementsprechend funktioniert und war auch kein Problem. Ja, ich hoffe, das Video hat dir in dieser Kürze geholfen und wir sehen uns dann sicherlich wieder, wenn ich ein bisschen mehr auf die Details eingehe, im nächsten Video Audio Basics oder dann im dritten Video, wenn ich dir konkret zeige, wie man so einen Podcast erstellen kann. Bis zum nächsten Mal.